Hallo und herzlich willkommen. Heute ist der 13. Dezember und mit dabei ist... Melli. Ja, schön, dass du dabei bist. Ja, ich freue mich auch. Klasse, ja. Wir haben es uns mal wieder gemütlich, also von dem Lagerfeuer gemacht, wie eigentlich die letzten Videos, falls ihr euch erinnern könnt. Eine ähnliche Kulisse. Mhm. Ja. Aber jetzt schlägt es wirklich 13. Wir haben hier wunderbare Kalender, die ja darauf warten, ausgepackt zu werden. Du hast das schon in der Hand. Ich wollte es nur zeigen, weil ich dachte, man sieht es nicht richtig. Ja, das fand ich eigentlich ziemlich gut. Ja. Wenn du willst, du hast es jetzt auch gleich in der Hand gehabt, kannst du es natürlich auch gleich mal genauer angucken oder öffnen. Öffnen? Ja, und dann raten, was drin ist. Also ich rate jetzt einfach mal. Sag, da ist ein Lesezeichen drin. Ein Lesezeichen? Ein breites Lesezeichen? Ja, für ein großes Buch. Für einen Atlas. Damit man sich immer merkt. Für einen Atlas? Ja, ich weiß es nicht. Okay, für diejenigen, die noch einen Atlanten daheim haben, also wirklich so aus Papier, so diese dicken Bücher, die niemand zur Schule mitschleppen wollte, dieser Dirke-Weltatlas, okay. An den habe ich gedacht. Ja, dachte ich mir. Dann, ja. Damit man immer weiß, wo man weiterlesen muss. Lesen. Hast du jede einzelne Zahl und jedes... Oh Gott. Okay. Anscheinend ist hier ein Lesezeichen für Atlanten drin. Von welchem Genre? Vielleicht weiß ich jetzt nicht. Willy Fogg Reise um die Welt? Weiß ich nicht. Du willst auch. Nee, du darfst. Nein, du kannst auch aufmachen. Genau. Ich war jetzt bloß gerade schon so. Oder ich mach eins auf. Oh, nicht hinten und dann kann man es zusammen. Ja, genau. Das ist gut. Oh, es ist fest. Ja. Ich muss zugeben, mein Fernseher wird ziemlich warm. Ich merke schon krass, dass da eine gewisse Hitze ausgestrahlt wird. Was einem Lagerfeuer ja sehr entgegenkommt. Ja, es ist nah dran, ne? Müssen wir aufpassen mit dem Papier. Ja, das ist nicht so Feuer fängt oder so. Ja, ich bin gespannt. Was ist das? Das ist, oh mein Gott, ja, ich weiß, was es ist. Okay. Es ist ein Flying Dino. Ja. Okay. Man kann diesen Dino zusammenbasteln wie damals die Flugzeuge, die man auch bekommen hat, wenn man beim Zahnarzt mehr oder weniger brav war oder als Trostpreis. Genau, dann hat man noch, aber dass es einen Dinos gibt, wusste ich noch nicht. Ich kenne es auch als Flieger, Styroporflieger. Genau, diese Styroporflieger. Ach ja, das ist ja nett. Jetzt habe ich auch einen Dino. Aber ich finde, wir haben gut geraten. Ja. Sehr nah dran. Vor allem Dinos, die waren ja vor uns auch auf der Erde. Genau, so die. Genau, und er ist super süß. Guck mal, grafisch ein Wunderwerk. Genau, wirklich schön, ja? Ja. Das ist wirklich schön. Ja. Ich kann da halt durch deine Wohnung stehen. Ja, und dann findet man ihn irgendwann nicht mehr. Genau, was ich noch ansprechen wollte, und zwar... Jetzt geht es auch erst. Nicht, dass er in den Kamin reinfliegt. Ne? Ja, das wäre schlimm. Also, ja. Ja, es ist bei wirklich warm neben dem Fernseher. Okay, ein ganz interessanter Kalender, den will ich dir vorstellen. Und zwar, wir haben hier nämlich diesen Bayernwerks-Adventskalender. Kann ich hier schon zeigen. Wir haben, der ist noch ungeöffnet. Und ja, wenn du willst, ich bitte dich mal, die 13 zu suchen. Nur die 13? Genau, nur die 13. Das ist natürlich jetzt schwierig, weil ich habe zu suchen. Ja, genau. Also, das ist eine Aufgabe, die zu suchen. Genau. Es ist ein kleines Wimmelbild. Finde ich ganz schön. Wir Mitarbeiter haben natürlich da was, also den bekommen. An der Stelle auch mal an alle, die jetzt bei diesen Sturmzeiten, wo wir den das gehabt haben, die ganzen Servicetechniker, die geschaut haben, dass ihr alle noch Sturm kriegt. Die haben eine Wahnsinnsarbeit gemacht. Also herzlichen Dank. Genau. Oh. Und wird schwierig, ich gell? Da ist zweimal die 3. Aha. Das ist nämlich was Besonderes. Wir mögen kein Unglück. Dieser Kalender hat nämlich keine 13 drauf. Das ist so krass. Es gibt wirklich keine 13. Okay. Wir können heute leider kein Türchen öffnen, ja. Das ist echt schade. Aber das ist wirklich heftig.
musste ich jetzt einfach mal anbringen. Dafür habe ich es eigentlich schnell geschafft. Ja, das geschafft, war mega, weil für, also wie nennt man das, wenn man nochmal nachkontrolliert, ob wirklich alles passt, also von einem Text her oder so in der Zeitschrift, so kontrollieren. Ich finde, du bist eingestellt für sowas fürs nächste Mal. Ja, also, Fehlersuche. Genau, weil dass du gleich zweimal die 3 gefunden hast, perfekt. Ja. Mhm. Aber, gut. Entschuldigung, ich habe dich jetzt mit der Schokolade betrogen. Also das stimmt. Warte, ich leg's mal hier, damit sie eh schmilzt. Okay, ich dachte, ich kriege alle 13, weil du noch keins aufgemacht hast. Können wir nachher noch machen. Ich glaube, sonst wirst du heute im Video nicht mehr fertig. Aber ich habe noch meine Lindt-Kalender. Da ist definitiv, hoffe ich, die 13 mit drauf, weil Lindt doch, ja. Genau, da ist. Jetzt bin ich ein bisschen glücklich. Ja. Dafür ist die hier umso größer. Entschuldigung. Ja, nee, alles gut. Kriegst du nicht auf. Oh, ist wahrscheinlich ein großes Bonbon drin. Ja. Ne? Oh. Jetzt bin ich neidisch, weil ich glaube, das ist mein Lieblings, die weißen. Mm. Willst du es haben? Nein, ich hatte jetzt nichts. Schokolade auch noch wegnehmen. Nee, alles gut. Also. Ja. Ups. Ach, schön. Nee, oder ist es nur weiße Schokolade? Normal ist da weiße Schokolade und so eine Creme drin. Genau, und ich glaube, die Creme mag ich immer verdammt gerne, wenn das irgendwie in die Richtung. Weiße Creme. Aber ja, weiß in die Richtung. Wortfindungsstörungen, okay. Das ist okay, daran kann man arbeiten. Ja, spätestens wenn die ganze Reihe hier dann, wenn ich das Ganze verarbeitet habe, bin ich wieder dann bereit mit meinen Gedanken, ja. Nee, aber soweit, lass dir es dann schmecken. Mach ich gleich. Ja, wir haben natürlich auch noch unseren Würfel. Mhm. Du bist schon gespannt, was ich drin bin ist. Gespannt, ja, genau, weil ich glaube, das ist, ja. Ich schon, oder wir haben vorher schon also abgecheckt, wie groß das Türchen ist. Und es ist schon. Jetzt sehe ich es nicht mehr. Genau, es gibt das ganz hoch, ist ja. Schon so. Ja. 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 Rate mal, was drin ist. Oh, okay. Ein Plüschi. Ein Plüschi? Ja, weil das war gestern meine erste Intention, wo mich Flo gefragt hat, was ich denke. Und vielleicht ist es heute drin. Socken könnten auch sein. Socken-Plüschis vielleicht. Ja. Okay. Gut, darf ich das öffnen? Natürlich, ja. Also du darfst öffnen und ich sehe es als erstes. Weil ich besser sitze. Geht's? Mhm. Festhalten. Mal kurz. Ich will das nicht beschädigen. Der ist eh ein bisschen stabiler, weil die, wie die anderen, ich glaube, der ist ein bisschen doppelkartonagenmäßig. Die anderen waren immer weniger. Es hat Stoff. Geht. Irgendwie kann ich es nicht aufklappen. Ach so, weil. Entschuldigung, ich sehe bloß von innen, sehe ich. Ja, so. Aha, okay. Okay. Ich habe das Geriffelte gesehen. Cool. Und? Also, es ist. Weder viel Plüsch. Ja, also viel Stoff auf jeden Fall. Ist es eine Mütze oder ein Schal? Eine Mütze. Ich dachte, du siehst es. Nein, ich habe es noch nicht ganz. Okay, es ist eine Fallout-Mütze. Ach, wie cool. Ich glaube, die ist schon cool. Ja, das die ist auch so. Ach, das ist eine Riesenbommel da oben. Ja, ja. Ah, okay, ja, das habe ich jetzt. Das Licht reflektiert hier so ein wenig. Das kann ich jetzt. Entschuldigung, vielleicht nur. Oh, hast du Fallout 76 gespielt? Nee, ich habe nur. Nee, habe ich nicht. Aber mir wurde es immer wieder empfohlen. Ich habe immer wieder gesagt, ich spiele es bald. Mhm, ja, genau. Ich hab's auch. Auf dem Pile of Shame, ja. Ja, ist ja auch kostenlos, glaube ich, so. bei PlayStation Plus. Ja, da glaube ich, habe ich es mal. Genau, ja. Ja, ich habe die Anfänge gespielt und hat es mit den Trophäen noch nicht geklappt. Das war voll nervig, also, weil ich habe die Beta gehabt und schon einigermaßen weit gespielt. Habe auch irgendeinen Dannen kennengelernt, der mich in sein Haus eingeht. Das war eigentlich voll cool, die man kennengelernt hat. Und dann wurde es offiziell gestartet und alles, was du zuvor gespielt hast, und dann, wenn du weitergespielt hast, dann hat sie die Trophäen nicht mehr freigeschalten und ich hätte das nochmal spielen müssen. Und ich dachte, man wollte mich verarschen und das fand ich sehr ärgerlich. Die Motivation. Genau, und dann dachte ich mir, nee. Aber es ist, also eine Open World war schon interessant, obwohl mir dann doch, glaube ich, das normale Fallout 4, also der Singleplayer, besser gefällt, statt dem Multiplayer. Weil das ja ein reines Multiplayer-Spiel, ne? Mhm. Genau. Also ich finde die Mütze eigentlich echt cool, weil die schlicht ist und trotzdem. Trotzdem halt irgendwie, tschüss. Sagt aus, dass du Gamer bist, weil du das kennst, also so, oder? Und du zeigst nach draußen, dass du da Ahnung hast von etwas. Mhm. Ja. Ja. Also, ja.
Wäre jetzt auch interessant. Hättest du nicht immer deine Jule-Mütze, dann könntest du die sofort aufsetzen. Du hast ja deine, die du immer aufhast. Ja, das ist echt die graue, gell? Die schon. Die graue, wir reden nicht drüber. Hey, die ist, weißt du, warum ich die aufhabe? Ich weiß, die ist schon so ausgewaschen und so voll von der Sonne, welche Sonne auch immer, ausgebleicht. Hintergrund ist dir, ich hab so einen verdammt großen Dickschädel und ich brauche Mützen, die mir einfach nicht den Kopf abdrücken, und wenn die zu eng sind, dann kann ich das nicht. Mir tut nach einer halben Stunde Schädel weh und dann bin ich lieber ohne Mütze unterwegs statt. Und wenn die ist halt weich, das ist einfach nur irgendwas, was ich dann draufsetze und dann passt du schon. Genau, die Mütze kann man auch in einem Autovideo übrigens sehen. Wisst ihr dann, von was wir sprechen? Genau. Da hatte ich es einfach Zeit lang. Ja, nee, aber eine Mütze und ein. Okay, vergleichsweise, was ist hochwertiger von den. Natürlich die Schokolade. Nein. Lind, ja. Das war meine Schuld, ich weiß jetzt. Also, was möchtest du? Ich wollte die Sache nochmal hinstellen. Also ich denke, die Mütze hat hier im Vergleich auf jeden Fall gewonnen, oder? Schon. Mich würde interessieren. Ja? Okay. Was weiter fliegt, wollte ich sagen. Die sind oft so im Kreis geflogen, weißt du? Ah, das ist interessant. Dann gewinnt wahrscheinlich wirklich die Mütze, weil das Ding wieder zurückkommt. Ja, okay. Ja, dann mal schauen, welche Wettbewerbe wir hier noch herausarbeiten. Genau. Da war es mit dem Adventskalender. Schön war's. Ja, schön, dass du auf jeden Fall wieder dabei warst. Ja, auch zum dritten Mal jetzt. Denk schon, ja. Mhm. Sonst immer bei mir, heute bei dir. Genau, heute mal hier, ja. Und genau, wenn du willst, können wir noch unseren schönen Tee gönnen. Ich habe noch meinen Adventskalender 2. Können wir noch, wenn du willst, kannst du auch schon mal hier die 13 suchen. Keine Angst, siehst du das mal wirklich klar. Aber ich weiß nicht, ob ich hier die richtige Seite... Ja, ja, hier ist sie. Gut, okay. Weil der zweiseitig gestanzt ist. Die mache ich jetzt auch auf. Ja, mach. Und dann, da sind jeweils zwei Teebeutel drin. Und da können wir uns jetzt gleich einen gönnen. Schauen wir mal. Warte, ich muss das abstellen. Machst du es kurz? Und zwar... Ginger and Lemongrass. Sehr toll. Mag ich. Ich auch. Können wir uns gerne... Sehr gut, schön. Okay, dann machen wir uns jetzt noch einen gemütlichen, schönen Abend. Und genau, und euch danke, dass ihr eingeschalten habt. Und riecht's gut? Ist voll gut, ja. Verpackung. Ja, nee, man riecht schon ein bisschen raus. Hey. Nein, das... Entschuldigung, okay. Ich wollte nicht rausratzen, ja. Ja, die verfluchte 13. Ja, okay. Dann, schön, dass ihr eingeschaltet habt, und wir sehen uns dann, wenn ihr wieder einschaltet, dann morgen. Danke, dass du dabei warst. Danke. Ja, genau. Gut. Macht es gut. Tschüss.